Ilya Kabakov hat seiner Ausstellung im Kunsthaus Zug den Übertitel »Ich beginne zu vergessen« gegeben. Das mag zum einen mit seinem Alter zu tun haben, er ist 80 geworden und beginnt tatsächlich, wie alte Menschen auch sonst, zu vergessen. Es ist aber auch doppeldeutig, weil mit dem Vergessen womöglich für ihn auch eine Art Befreiung von unliebsamen Erinnerungen der sowjetischen Diktatur zusammenhängen kann. Ilya Kabakov hat ein riesiges Werk geschaffen im Laufe der Zeit, ein ganzes Universum, das zurzeit ja auch im Grand Palais in Paris gezeigt wird, auf 13.000 Quadratmetern. Wir haben hier auf 1.000 Quadratmetern ein kammermusikalisches Format gewählt und deuten an ausgewählten Beispielen die Entwicklung seiner Kunst an von 1965, als er mit einer freien Arbeit begonnen hat, bis heute. Ich habe Ilya Kabakov 1984 in Moskau kennengelernt. Seine Kunst hat mich vom ersten Moment an fasziniert. Ich war sicher, dass hier etwas sehr Wichtiges, sehr Zentrales in der Gegenwartskunst produziert wird. Eine Art des neuen Konzepts, die nicht nur eine politische Aussage, sondern eben auch eine neue Ästhetik eröffnet hat. Das Konzert für eine Fliege hat Ilya Kabakov gemacht für eine Ausstellung in der Schweiz. Die Fliege ist im Werk Kabakovs eine Konstante. Sie ist auch irgendwo eine Darstellung der menschlichen Seele. So ist es ein sehr intimes Konzert, das hier gezeigt wird, mit Zeichnungen vom Jahre 1955, mit den ältesten, die es gibt, bis in die frühen 70er Jahre. Ilya Kabakov hat als inoffizieller Künstler in der Sowjetunion in einem versteckten Atelier gearbeitet, ohne Hoffnung, seine Werke je ausstellen zu können. Er war unter Druck einer Diktatur, die wenig Freiräume zuließ. Entsprechend hat er in seiner eigenen Malerei so etwas wie Freiräume geschaffen, sei es durch große weiße Flächen, sei es durch die Kombination von ganz verschiedenen Räumen, die wie etwas Zusätzliches, Drittes ergeben, das man in seiner Fantasie durchmessen kann. Mhm.